Hallo liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder rein seid. Schaut, hier seid ihr auf dem richtigen Kanal. Und wehe, ihr schaut woanders rein. Nein, Witz. Heute kochen wir ein wunderbares Rezept fürs Lagerfeuer oder für den Outdoor-Koch. Heute kochen wir ganz leckeren Couscous. Und zwar brauchen wir dazu Couscous. Couscous, da könnt ihr nachschauen auf Wikipedia. Couscous ist kein eigenes Getreide, sondern eine Mischung aus Hartweizen, Grieß oder Hirse bzw. Gerste. Das braucht es auf jeden Fall, gibt es zum Kaufen. Dann ein bisschen Koriander, möglichst frisch, eine Zitrone, dann einen Granatapfel, Paprika, weiche Aprikose, also getrocknete Aprikose und oder getrocknete Mango. Wir rühren jetzt den Couscous in sprudelnde heiße Wasser ein und nehmen dazu sogar einen eigen geschnitzten Kochlöffel dazu her und immer schön umrühren. Mit Zitronensaft peppen wir das Couscous kräftig auf. Wir zerkleinern jetzt den Koriander und geben ihn ins Couscous hinein. Der gibt dem Ganzen nochmal einen eigenen tollen Geschmack. Und jetzt kommt noch ein spezieller Trick. Alle, die wissen wollen, wie man einen Granatapfel klein macht, ohne dass man anschließend ausschaut wie Uma Thurman im Kino. So, und jetzt unser spezieller Trick. Alle, die nicht ausschauen wollen, nach einem Granatapfel schneiden, wie Uma Thurman in Kill Bill. Folgender Trick: mit der flachen Seite vom Messer draufhauen und ihr seht selber, die kleinen Früchtchen kommen vom Granatapfel raus. So, und fertig ist unser tolles Couscous. Schaut euch rein bei kinderautor.de. Ihr könnt gerne unseren Kanal abonnieren, ihr könnt uns liken und ich freue mich, wenn ihr reinschaut. Wir haben tolle Rezepte, tolle Wandervorschläge, alles selbst ausprobiert und nicht irgendwo abgekupfert. Dankeschön, macht es gut, pfiat euch, servus, euer Uli.